Wir, The Mystery History, sind ein Team von 4 Freunden, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, den Sagen, Mythen und Legenden mancher Orte oder Ereignissen auf den Grund zu gehen, um diese zu durchleuchten und zu hinterfragen, um so der Wahrheit ans Licht zu kommen. Begleitet uns bei unseren Abenteuern, denn dies sind unsere Mystery Histories. Seid ihr bereit, alles, was ihr glaubt zu wissen, noch einmal zu hinterfragen? Die Antworten verbergen sich meist hinter den Fragen. Hallo da draußen an dem Bildschirm, herzlich willkommen zu einer neuen kleinen, spontanen Mystery History Episode. Ich bin gerade auf dem Weg zum Zug Richtung München. Dort werde ich mich mit Lucky treffen, der da einen Termin hatte. Und ja, wir werden mal gucken, was wir für spannende und interessante Orte in München finden, die wir euch zeigen und erkunden können. Ja Leute, seid mal gespannt. Ich bin es auf jeden Fall auch. Bleibt dran und ja, erfahrt, was wir für euch so alles Schönes finden. Ja Leute, bin gut in München angekommen, hat alles geklappt. Lucky ist auch da. Jetzt werden wir erstmal gucken, dass wir hier so ein paar Lost Places finden, die interessant sind, die wir euch dann auch zeigen können. Wir sind gerade, vielleicht könnt ihr es erkennen, bestimmt. An der Theresienwiese. Kein Oktoberfest zum Glück. Zum Glück, ja. Dafür da hinten eine Bauerndemo. Finden wir sehr geil. Ich glaube, wir bleiben noch ein bisschen hier, schließen uns an, weil das ist auch ein sehr wichtiges Thema. Auf jeden Fall, ja. Und ja, ein Lost Place haben wir schon. Müssen wir jetzt nur noch gucken, wie wir hinkommen und ob wir da reinkommen. Leute, seid gespannt, was wir alles für euch entdecken hier in München. Bleibt auf jeden Fall dran. Ja, Leute, jetzt seht ihr erstmal hier die Ruhmeshalle von München an der Theresienwiese. Auch eigentlich ein sehr interessanter und auch sehr, sehr, sehr schöner Ort. Hat auf jeden Fall was. Sehr beeindruckend auf jeden Fall, ja. Leider ist zu, also wir können leider nicht hochgehen, aber wenigstens ja, euch ein paar schöne Bilder präsentieren. Ja, wir stehen hier quasi am Arr von der heiligen Therese. Ja, und da unten ist die Theresienwiese. Da, wo sich jedes Jahr, keine Ahnung wie viele Millionen Menschen das Hirn wegschießen mit Bier. Und dann hier schön am Hügel reiern und ihren Rausch wieder ausschlafen. Ja, da hinten. Wie Lucky schon gesagt hat, da seht ihr die Frauenkirche. Genau, und ich und Lucky werden in diese Richtung latschen, wieder Richtung U-Bahn. Und ja, den ersten Lost Place suchen. So richtig, den ersten Lost Place anfahren und suchen. Ja, zum Glück sind die Coppers heute hier ein bisschen beschäftigt. Lassen sie uns in Ruhe. Richtig, dann sollten wir unsere Ruhe haben. So, jetzt drehe ich mich nochmal um und dann könnt ihr hier euch nochmal die Therese geben. So. Ja, so sieht's aus hier in München. Herr Lucky, wie oft warst du schon in München? Oh, in München war ich noch nicht, gar nicht so oft. Sechs, sieben Mal vielleicht oder so. Okay. Hier Theresienwiese vielleicht zweimal. Okay, lass mich raten, Oktoberfest. Beide Male Oktoberfest. Ja. Nee, dann sogar dreimal, weil einmal war ich auf dem Tollwut. Okay. Ja. Hatte ich auch schon mal im Winter das Vergnügen. War sehr geil eigentlich. Ja, auf dem Winter-Tollwut war ich vor ein paar Wochen tatsächlich mit Freunden. Da hatte ich hier auch einen Termin. Da haben wir uns auch hier getroffen. Aber fand ich ein bisschen schade, das Tollwut war auch nicht mehr das, so was es mal war, so wie ich es kannte vom ersten Mal, wo ich da war. Ist leider meistens so mit der Zeit, ja. Ja, ja, aber es war trotzdem ganz interessant. Ja, das Winter ist ja eh immer recht schön eigentlich. Ja. Eine ganze Atmosphäre.
Ja, auf jeden Fall. Es war auch so ein Tag wie heute, schön Sonnenschein, hier lag noch ein bisschen Schnee. Oh, Bombe. Es war, Bombe. Ja, war sehr nice, auf jeden Fall. Ja. Ja. Ja, jetzt kannst du nochmal hochschwenken, würde ich sagen. Hast einen schönen Blick jetzt. Ja. Da seht ihr sie nochmal. Ja, ist so beeindruckend auf jeden Fall. Ja, richtig nice. Riesenklapper da. Ja. Genau. Und du auch noch gespannt, was wir heute hier noch so entdecken? Auf jeden Fall, ja. Die Karte haben wir schon studiert. Mal gucken, was wir finden und wo wir reinkommen. Ach ja, wird schon. Bin ich schon gespannt, ja. Ja, ich auch. Na, Münchner Lossis mal. Oh, wird schon nice, ja. Ein Tag in Munich. Yeah. Dann voll Bock drauf, ab zur U-Bahn und den ersten suchen. So schaut's aus. Keiner sieht und keiner bereit ist, sich zu verbinden miteinander. Wir sind jetzt da. Aber wo ist der Rest? Wo sind die? Auf der Couch, genauso ist es. Und morgen haben wir dann noch einmal eine Demonstration. Da reisen sie dann mit Bussen an. Da sind der Aiwanger und der Söder eingeladen. Und jetzt, ja genau. Oh. Jetzt passt auf. Was ihr nicht wisst, ist, Söders Tochter reitet ja. So. Aber nicht genau. Auf mir. Und was reitet die? Ein ehemaliges Olympiapferd. Wisst ihr, was so ein ehemaliges Olympiapferd kostet? Da sind wir in einem mittleren sechsstelligen Bereich. So, dafür, dass die auf dem gleichen Niveau miteinander guckt wie alle anderen auch. Die konnten sich einen 6.000 Euro Treter genauso kaufen, hätte das gleiche Ergebnis. Entschuldigung. Ja, was soll das? Und wir verteilen selber auf der ganzen Welt, brauchen es eigentlich selber. Und dann stelle ich mich wirklich hin als CDU-CSU, instrumentalisiere jetzt die Leute, tue jetzt so, wie wenn ich eigentlich jetzt überhaupt nichts damit zu tun hätte, was wir heute für Probleme haben. Ja, man muss schon dazu sagen, CSU, CDU hat die Bayern überleben lassen, was die anderen nicht deren. Aber mehrere heute halt auch nicht. Nach einer gefühlten Weltreise durch ganz München sind wir jetzt angekommen, sind in der Nähe vom Lost Place und ich glaube, ich sehe ihn sogar schon. Ja, ob wir da reinkommen, mal gucken. I don't know. Das Gebäude sieht auf jeden Fall schon mal sehr geil aus, aber da werden wir wahrscheinlich Pech gehabt haben, aber wir gucken mal. Wow, das ist schon ein geiles Teil, wenn es das ist. Aber ja. Das ist jetzt zwar nicht das, was wir angestellt haben, aber es sieht auch geil aus. Ja, mal gucken. Mal schauen. Es bleibt spannend, Leute. Wow, das Haus wäre auch geil. Ich switch euch mal ganz kurz um. Ja, und das wäre das erste verlassene Haus. Ihr Lieben, aber wie ihr seht, ja, es ist alles zu. Da ist kein Reinkommen. Es ist auch alles sehr neu. Aber ein schönes Gebäude auf jeden Fall. Echt schade, dass man sowas verkommen lässt. Aber mal gucken. Also das ist es noch nicht, hat Lucky gerade gesagt. Nein. Das ist irgendwo die Straße rein. Ja. Mal gucken. Das wäre natürlich auch mega nice. Vor allem. Aber mit dem Holz, das ist halt irre, sowas wird heutzutage gar nicht mehr gebaut. Richtig schön, aber ja, da kommen wir nicht rein und so wie es ausschaut an den Fenstern stehen auch Weinflaschen. Ja, also scheint sich da wohl noch drum gekümmert zu werden. Aha, Anwaltskanzlei, okay. Doch nicht wirklich lost. Ne? Oh mein, guck nicht, ich weiß, welches Haus es ist. So Leute, jetzt sind wir da. Ja, es ist eingezäunt. Da stehen Baucontainer dran. Ja, jetzt müssen wir halt gucken. Also hier wäre das Objekt. Ja, schon ziemlich runtergekommen, ziemlich runtergerockt. Ja, also reinkommen würden wir. Ach ja, das Ding ist schon echt... Oh, drunter gerockt. Aber eigentlich auch schade. Wer weiß, wie alt dieses Gebäude ist. Leute, aber ihr seht es ja. Mal gucken. Auf jeden Fall auch interessant. Sehr interessant. Ja, wünscht uns Glück. Boah, das Ding ist schon echt gut runtergerockt. Oh, ja, schon sehr alt auch. Ja, Scheiben natürlich wieder eingedonnert. Ich finde sowas immer so assi, wenn da Leute meinen, sie müssen da rumrandalieren. Mhm. Warum kann man die Gebäude nicht einfach so lassen? Krass. Wir sind im Gebäude und wow, es ist schon mal der erste Raum. Richtig krass. Ich switche euch gleich nochmal um.
Ja, wie ihr seht, schon mal richtig viel Dokumente, Papiere und dann das Geile. Wow, noch ein richtig altes Klavier. Und das ist nicht das einzige, hier ist auch noch ein Stück Klavier. Das ist ein Teil von einem Flügel. Oder von einem Flügel. Ja. Und hier steht auch noch eins. Also ich würde es jetzt einfach mal, da hinten steht auch noch, da stehen noch mehrere. Okay, also ich würde mal sagen, wir nennen einfach dieses Haus hier das Haus des Musikmachers. Ich denke, das passt ganz gut. Funktioniert das noch? Wow, das funktioniert sogar noch. Und da hinten noch eine alte Mangel. Wow. Hier noch der Blick nach draußen in den Garten. Aber wir müssen echt aufpassen, hier sind halt überall Wohnhäuser. Und ich denke mal, hier wird es ins Haus gehen, aber da brauchen wir eine Taschenlampe. Das heißt, ich packe jetzt erstmal aus und dann schalte ich euch wieder ein zur Erkundung. Jo, dann mal rein in das Abenteuer. Schon, wir haben voll Bock. Okay. Des heutigen Tages, ihr Lieben. Der Keller, alles leer. Aber noch so die richtig alten Luftschutzfenster. Okay. Krass. Auf jeden Fall sieht ja schon alles richtig verdreckt. Steht noch ein Tisch. Was das hier wohl mal für ein Gebäude war. Scheiße, also Leute, wir müssen echt ein bisschen leise sein. Wie gesagt, hier sind überall Wohngebäude. Okay, hier ist Öl. Was war das hier? Scheint hier auch noch irgendwas von der Heizung. Da liegen noch Bilder. Oh, Wahnsinn. Wahnsinn. Okay. Alter, hier steht, hier flackt ein Tresor. Hier ist ein Tresor. Ein fettes Teil. Aber der ist zu. Ja, wir müssen echt aufpassen, Leute. Da ist schon der erste Nachbar, der uns hören könnte. Das ist schon ein bisschen risky. Hier scheint mal eine alte Küche oder irgendwas gewesen zu sein. Mit einem richtig alten Waschbecken. Und hier noch so ein Spindelrad. Krass. Was das mal war. Da geht es auf jeden Fall nach oben. Umlenkrolle. Keine Ahnung, was das hier mal vom Gebäude war, Freunde. Wir werden es auf jeden Fall recherchieren und wenn wir was rausfinden, dann sprechen wir euch das natürlich ein. Okay. Ah, hier Heizungsanlage. Ihr müsst echt aufpassen, also hier können wir jetzt nicht reingehen. Da ist nämlich gleich der Nachbar. Okay, was hier noch? Ja, da hinten haben sie schon wieder rumgezündelt, die Idioten. Aber da ist auch nichts Spektakuläres mehr. Ich habe gesagt, wir gehen mal nach oben und gucken, was uns im Gebäude selbst erwartet. Auf jeden Fall sind wir nicht die Ersten hier drin. Hier sind wir wohl im Eingangsbereich. Wow, hier stehen sogar noch ein paar Möbel. Oh, krass. Okay. Richtig alte Möbel. Schön. Ah, hier liegen noch Klamotten. Also ich weiß jetzt nicht, wie lang das Gebäude hier verlassen ist. Aber so wie das ausschaut, vielleicht maximal ein Jahr.
nach den ganzen Sachen, was hier rumliegen. Also von den Fenstern weghalten. Fernhalten. Auf jeden Fall schon mal sehr interessant. Okay, hier steht privat, kein Zutritt. Oha. Freunde, schaut euch mal die Decke an. Die hängt auf jeden Fall schon gut runter. Da müssen wir auf jeden Fall sehr aufpassen. In den oberen Stockwerken. Hier noch ein Bad. Ja, das stimmt sogar. Also Freunde, wenn ihr sowas auch macht, dann passt immer auf euch auf. Es ist wirklich gefährlich, gerade wenn man solche Decken hat. Da kann man ganz schnell durchrasseln und auch immer nach oben gucken, ob irgendwas hängt. Nicht, dass ihr da drunter durchlauft und euch fällt irgendwas auf den Kopf. Lucky, was sagst du? Ja. Wir müssen echt aufpassen, Digga. Ich hab schon gesehen hier. In dem Raum hängt die Decke auf 23:30. Okay. So, jetzt schaue ich mir mal den Bereich an, wo Lucky war. Oh shit, ja genau Leute, genau sowas meine ich. Aber schaut euch mal noch die alten Möbel an, ey. Geil. Ja, da kann ich jetzt leider nicht reingehen, da ist nämlich gleich die Straße. Ah, hier ist dieser Raum, wo wir gerade schon waren mit dem Tresor und dieser Hundenrolle. Ich glaube, nach oben gehen müssen wir echt aufpassen. Sind noch Nachbarn. Noch ein alter Schrank hier. Ofen. Okay. Auf jeden Fall auch ein richtig altes Gebäude. Richtig alt. Also ich schätze mal, ja, vom Baustil her schon so 70er Jahre. Hat jemand gehupt, ey. Ich hoffe nur, dass jetzt keine Coppers kommen und uns hier rausholen. Gucken, wo Lucky ist. Oschi, wo bist du? Okay, ich gehe mal eins nach oben. Aber oben müssen wir echt aufpassen, ey. Die Treppe sieht noch einigermaßen stabil aus. Ist leider kaputt. Boah, Alter, hier noch Badezimmer. Ja, da kommt auch schon die Decke runter, Leute. Krasser Scheiß. Ja, noch ein kleiner Schrank. Ja, man sieht uns halt hier voll. What the hell? Oh, das hört sich nicht gut an. Richtig schöne alte Möbel. Wow. Wahnsinn. Oh. Da kann man ein bisschen mehr drunter. Okay. Also Leute, hier müssen... Oh, scheiße. Ja, hier muss man echt übelst aufpassen. So wie das ausschaut, ist das noch gar nicht mal so lange her. Puh. Ja. Aber echt noch ein paar schöne, sogar noch gut erhaltene Möbel. Oh, den mit einem guten Tischler könnten wir die wieder schön herrichten. Ja, gönn dir. Kannst du ja in deinen Rucksack packen, Alter. Logisch, mal unter den Arm geklemmt hier. Klar. Was geht hier noch so? Das muss die Tür aufgefahren, schau mal dran. Aha. Das ist keine 0815 Standardtür. Nee, ja, ich habe gerade schon gesagt, dass ich vermute mal vom Baustil her 70er Jahre. Ja, also das Gebäude ist echt schon richtig alt. Ihr seht es. Wenn das jemand besser weiß, bitte in die Kommentare. Ja. Dass ich da einer auskennt. Doch nicht. Jetzt habe ich schon gedacht, hier kommt gerade einer rein. Wir müssen echt so übel aufpassen.
Lucky macht noch ein paar Bilder. Ach du Kacke. Leute, hier stehen auch noch Möbel. Aber hier den Raum will ich jetzt nicht richtig betreten. Aber ihr seht ja schon, das ist lebensgefährlich. Aber hier stehen auch noch ein paar alte Möbel rum. Auch noch ein richtig geiler alter Schrank. Krass, also das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Aber ja, ich bin fest. Alter! Der Fernseher. Der ist mal richtig alt. Der ist mal richtig, richtig alt. Krass. Ich schlag mich tot, 50er Jahre oder so. Ja, locker, 50er, 60er Jahre. Also falls sich jemand damit auskennt, dann schreibt es uns doch mal in die Kommentare. Das Ding ist richtig alt. Wahnsinn. Ja, da ist noch Toilette. Ja, das riskieren wir es mal noch ein Stockwerk höher. Wow. Eieiei. Ich weiß nicht, ob das auf der Kamera so rüberkommt. Aber die Treppe ist auch leicht schräg. Also am besten ganz innen gehen. Ja, da liegt noch ein Knochen. Oh, Kacke. Boah, das Ding ist übel. Das bewegt sich sogar leicht. Nee, Freunde. Also ich glaube, hier war es das dann auch gewesen. Gucken. Okay, hier ist der Dachboden. Ach du Scheiße. Ja, Freunde. Da brauchen wir nicht weitergehen. Das wäre lebensgefährlich. Ja, hier ist auch nichts mehr. Aber ihr seht es ja. What the hell? Okay. Naja, der Boden hier fühlt sich auch nicht mehr wirklich gut an. Aber ich glaube, hier wird es auch nicht mehr sehr viel zum Sehen geben, Freunde. Ich gehe wieder nach unten. Weil auch hier, ihr seht es hier, ist auch schon der Boden eingebrochen. Digga, brauchst nicht hochgehen. Das ist lebensgefährlich. Gibt es auch jetzt nicht wirklich was zu sehen. Ja, das siehst du von oben auch. Also ich bin jetzt auch nicht weitergegangen, weil der Boden oben gibt schon nach. Ja, aber für uns den ersten Lossi heute. Doch, geil, auf jeden Fall. Ja, echt mega interessant. Also das hätte ich jetzt von außen auch nicht gedacht, dass wir hier doch noch ein bisschen was zu sehen kriegen, vor allem mit den Klavieren. Abartig. Geile Sachen dabei. Ja, die Möbel sind richtig schön. Das was wir zeigen. Schade, dass schon wieder so viel rumrandaliert wurde, ja. Aber ja. Ja, interessantes Objekt auf jeden Fall. Das sieht man nicht alle Tage. Richtig. Also wie gesagt, ihr könnt es uns gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von diesem Gebäude hier haltet. Also wir finden es schon mal sehr interessant. Ja. Ja. Hat sich gelohnt. Auf jeden Fall. Ja. Hätten wir echt nicht gedacht, oder? Ja. Wenn das heute so weitergeht, dann wird das eine richtig interessante Tour auf jeden Fall. Und wie gesagt, wir gucken, dass wir irgendwelche Informationen noch über das Gebäude rausfinden und euch natürlich dann einsprechen. Genau, Adresse haben wir jetzt, das können wir recherchieren. Ja, mega interessant. Ja, Leute, dann würde ich sagen, bleiben. Das war Nummer 1. Numero uno. Wir sehen uns dann am nächsten Lost Place. Ja, wir wagen jetzt mal ganz stark zu behaupten, dass wir mit diesem Einstieg und diesem tollen Lost Place einen super Anfang für unsere München-Tour gestartet haben. Den Status des romantisch vor sich hin bröckelnden Herrenhauses hat diese Villa inzwischen leider hinter sich gelassen. Nach Auskunft des Landesamtes für Denkmalpflege stand der südliche Teil der Villa 1903-1904 nach den Plänen von Georg Schwingenschlögel als zweitgeschossiger Bau. 1925 kam ein Anbau, vermutlich von Karl Stör, Architekt des Deutschen Theaters, dazu. Im Inneren seien viele Räume von Umbaumaßnahmen in den 50er und 60er Jahren geprägt und dadurch nur noch wenig historische Elemente erhalten. Wenn euch dieser kleine Ausflug gefallen hat, dann lasst uns doch gerne ein Like da. Und was ihr unter anderem im zweiten Teil zu sehen bekommt, das seht ihr jetzt. So, nach einer kurzen Wanderei sind wir jetzt an Lost Place Nummer 2. Und Leute, das Ding ist riesig. Ja, dann mal rein da. Thank you.
beziehungsweise auf der Suche nach einem Eingang ins große Gebäude, haben wir jetzt hier diesen Schacht gefunden, weil leider haben sie die Hauptzugänge zugemauert. Ja, kriech in den Kabelschacht, hat er gesagt. Da geht's bestimmt weiter, hat er gesagt. Wird geil, hat er gesagt. Dass wir in der Sackgasse landen, hat er nicht gesagt. Bereit, über den Tellerrand hinauszublicken, alles, was du glaubst zu wissen, nochmal zu hinterfragen, dann bist du bei uns, dann bist du mit History genau richtig. Mein Team und ich haben es uns zur Aufgabe gemacht, genau solchen Ereignissen auf den Grund zu gehen und durch genaue Recherchen der Wahrheit näher zu kommen. Folg uns einfach auf Facebook, Instagram, YouTube und TikTok. Hab deinen Blick in den Schein.